Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal und es starten diese Woche tatsächlich keine neuen kooperativen Spiele, zumindest keine, auf die ich aufmerksam geworden bin, auf die ich hingewiesen wurde oder ja, allgemein, also ich wüsste nicht von welchen, deshalb habe ich mir gedacht, machen wir heute mal ein kurzes Video zur Thematik, was habe ich denn eigentlich so im letzten Monat unterstützt, denn das oder was läuft aktuell noch, was ich unterstütze. Denn das ist tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr gewesen. Ich habe seit Anfang des Jahres nur zwei Projekte unterstützt. Also da merke ich für mich auch, dass es schon ja, deutlich weniger auch werden. Warte ja auf einige Sachen auch. Also Pharian Guard wird so ausgesprochen, das ist immer noch nicht hier. Tanaris Adventures habe ich zwar schon, aber den ganzen anderen Kram nicht. Da habe ich alles und deshalb bin ich wahrscheinlich auch einer der Letzten, der dort ausgeliefert wird. Ich glaube, das dem seine Sachen ausgeliefert werden. Ich glaube, das liegt schon seit 4 oder 5 Monaten in Griechenland. Richtig krass. Also ich hoffe, die kriegen das irgendwie bald mal hin. Ja, ist jetzt nicht so, dass mir langweilig wird. Gerade liegt hier Death Roads bei mir nochmal auf dem Tisch. Da will ich jetzt die Tage ein Video zu machen. Das ist, gestaltet sich gar nicht so einfach. Auch ein Kickstarter-Spiel übrigens ja gewesen, was ich auch mal vorgestellt hatte hier auf dem Kanal, als es damals gefundet werden konnte. Gefällt mir sehr gut. Macht wirklich Spaß. Sehr einzigartig in seiner Art und Weise des kooperativen Spiels, aber ich glaube so am kompetitiven auch. Ja, wird es auch ein Review-Video zu geben, aber ja, ich muss noch gucken, in welchem Format insgesamt. So, aber so ganz kurz will ich heute einfach mal über die Leute, über die Spiele reden, die ich unterstützt habe. Es sind 4 Stück. Und wir fangen an, bei dem einen oder anderen kann ich ein bisschen mehr sagen. Monster Hunter World, Iceborne, The Board Game von Steamforge Games. Steamforge Games, schwierige Sache, weiß ich. So ein bisschen, man sagt ja im Englischen so ein Hit and Miss. Es gibt ein paar Titel, die sie gut gemacht haben. Also Resident Evil schon gespielt, das fand ich sehr unterhaltsam. Und andere Sachen wie Dark Souls in der Originalfassung und so. Waren nicht so toll, sind auch nicht so gut angekommen. Viele Leute enttäuscht. Und ja, jetzt haben sie mit Monster Hunter World auch wieder eine Videospiellizenz in einem Brettspiel umgesetzt, welche jetzt ausgeliefert wurde. Und im Großen und Ganzen, man sieht es auch hier bei Boardgame Geek, ausgelieferter Titel, 8,1, sehr gute bis gute Bewertung bekommt. Und das hat mich dann einfach neugierig gemacht. Ich finde dieses Eisthema sogar auch ganz cool. Tolle Miniaturen, brauchen wir nicht drüber reden. Und ich bin hier drinne, ich glaube, mit dem Hunter's Pledge. Genau, ja. Ja, das ist mir dann einfach zu viel. Ja, klar, kannst du alles dann immer noch weiterholen. Der Core Pledge wahrscheinlich auch in Ordnung. Habe ich mir jetzt einfach mal den geholt. Da sind so ein paar exklusive Sachen dabei. Das ist für mich auch immer so ein Punkt, diese exklusiven Sachen. Klar, auch teurer, aber hat natürlich am meisten auch bessere Chancen dann beim Wiederverkauf und so. Aber ja, grundsätzlich, das ist jetzt nicht so mein Hauptgedanke, wenn ich so ein Spiel hole. Ich hoffe ja erstmal, dass es mir gefällt. Und da die Rezensionen gut waren und so ein Boss-Battler, Primal Awakening, nämlich auch mit All-In drin, das kommt ja, weiß nicht, ob es dieses Jahr noch kommt. Aber da kommen so ein paar Titel noch und ja, das hat mich neugierig gemacht. Ja, tonnenweise Content. Also schon die letzte Kampagne war super viel. Genau, also da bin ich deshalb mit dabei, einfach um das dann einfach mal auch auszutesten, nachdem so viele Leute es positiv beschrieben haben. Ja, Dead Cells ist eine lustige Geschichte. Warum bin ich hier mit dabei? Meine Frau, man mag es kaum glauben, die guckt meine Videos ja auch immer. Und sieht die aber nicht vorab, also die sieht die so wie ihr, schaut sich die an und ist immer ein sicherer Like. Danke, Schatz. Und ja, sie hat das Video gesehen und hatte dann gesagt, hör doch mal hier dieses Videospiel, Kartenspielen, sie liebt halt Kartenspielen, sie mag vor allem dann so Deckbilder und etc. So eine Spiele mag sie sehr und sie fand das klang total cool, ein spannender Titel und hat gesagt, ja, will sie gerne haben und ja, wenn meine Frau schon sagt, das Ding will sie haben, habe ich hier den Collectors Pledge genommen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ja. Mal gucken, wie es ist. Ist ja auch eine Videospielumsetzung. Fand dieses Thema ganz cool. Dieses auch mit dem, dass man eigentlich effektiv ja nicht so sterben kann. Genau, ja. Aber das war eigentlich ein Titel, habe ich mich gar nicht groß dann weiter mit beschäftigt, weil meine Frau gesagt hat, das holen wir. Und dann, ja, bin ich mit dabei. Ein Titel, der noch läuft, The Last Spell, bin ich auch mit dabei. Und zwar mit dem Apokalypse Pledge. Warum? Tatsächlich, ich sage grundsätzlich, Tower Defense finde ich immer cool. Hier habt ihr eine Kombination aus Tower Defense, also ihr habt wirklich ein Stadtmanagement, also ihr baut hier auch eine Stadt, so eine Ökonomie, eine Wirtschaft auf, denn tagsüber könnt ihr dann Ressourcen sammeln, Sachen craften oder kaufen, austauschen, denn ihr habt auch eine Charakterentwicklung drin, mit dem Skillsystem, also die haben auch einzelne Fähigkeiten.
Genau, habt diese spezielle Grafik und das orientiert sich auch an einem Videospiel. Und ich habe, als ich das vorgestellt habe, das war ja vor 2 oder 3 Wochen, dass das im Crowdfunding-Bereich kommt, habe ich mir dann bei Steam 20 € oder so hat das gekostet, habe ich mir den Key auch geholt und muss sagen, ein geiles Spiel, macht richtig Spaß. Also wenn ihr so Spiele mögt, Castle Defense mit Charakter, also Rollenspielelementen, ist keine Ahnung, die Geschichte ist austauschbar, aber mega lustig, sehr motivierend, ist aber ein Spiel, was euch bewusst sein muss, hat jetzt nicht so eine Speicherfunktion, also speichert schon, aber ihr könnt nicht laden, ja, also ihr könnt immer nur zu dem aktuellsten Spielstand und wenn ihr dann sterbt und ihr werdet sterben, dann könnt ihr wieder mit einer neuen Siedlung sozusagen anfangen. Habt aber die Achievements, die ihr vorher entwickelt habt, also dass eure Helden schneller Erfahrungen sammeln, stärker sind, so gibt es so einen Omen, wo man dann halt bestimmte Spots stärken kann. Also sehr cool, also auch auf Deutsch verfügbar, könnt ihr einstellen, aber keine Sprachausgabe, hat aber glaube ich auch keine englische, ne? Das ist glaube ich alles nur Text. Ja, schönes Spiel. Auch sehr taktisch mit den verschiedenen Waffen und Waffensystemen, Nahkämpfen und Wucht ist so ein Thema, dass man halt, wenn man mehrere Felder zurücklegt, Kampf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe große Hoffnung, dass sie das tatsächlich schaffen, dieses Spielgefühl, was ich genial finde am PC, hier in Brettspiel umzuwandeln. Ist natürlich so ein Miniaturenfest. Ich weiß nicht, ob es die bräuchte. Miniaturen für die Helden, cool. Aber ich glaube, hier so wie die Standees für die Gebäude, die reichen eigentlich aus. Genau. Gucken wir mal kurz hier, was haben wir alles? Genau, hier sind die Miniaturen extra. 16 weitere Miniaturen. Ja, also, wie gesagt, die brauchst in meinen Augen theoretisch nicht, aber sind natürlich weitere Sachen damit dabei. Den gab es als Early Bird. Kann man jetzt aber sozusagen noch mit dazu nehmen. Genau, kommen dann hier Fallen und so Systeme mit rein. Also im PC-Spiel kommen auch so nach und nach verschiedene Mechanismen mit rein, auch mit Verteidigungstürmen und so. Das ist wirklich cool. Und deshalb, ja, bin ich da auch beim Brettspiel dabei. Ja, und dann wollte ich nochmal drüber reden. Company of Heroes ist gerade der Pledge-Manager. Ein bisschen wieder chaotisch. Also die Jungs hatte ich ja, ich hatte bei der ersten Kampagne so eine kleine Sammelbestellung gemacht und das war ein riesen Theater mit denen. Nette Leute, aber wirklich total überfordert und das hat sich scheinbar nicht gebessert. Ich habe nämlich den Pledge schon geschlossen und dann haben sie im Nachhinein die Versandkosten gesenkt. Ich habe jetzt irgendwie $7 Gutschrift und ja, kann jetzt entscheiden, halt noch was zu nehmen. Man könnte sagen, cleveres Marketing oder ich kann es mir halt auszahlen lassen. Wahrscheinlich nehme ich noch mal was dazu. Genau, ich wollte euch einfach noch mal kurz erzählen, was ich mir jetzt geholt habe bei Company of Heroes, weil das ist eins meiner Highlights 2021 gewesen. Ein eigentlich ja kompetitives Spiel, was kooperativ hervorragend funktioniert. Ich hatte den All-In, also wirklich den All-All-In von der ersten Kampagne, sogar mit dieser Kiste, dieser unsäglichen Kiste, in die nicht alles reinpasst, das ärgert mich richtig dolle. Deshalb holt euch nicht diese Kiste. Wirklich nicht, macht's nicht. Genau, gehen wir mal rein, wo wollen wir denn hier, wo sind denn die ganzen... Genau, ich bin ja ein Veteranenbäcker. Genau, also das Upgrade-Kit auf 2.0. OKW-Pack und sowas. Also ich habe das genommen hier, genau. Das New Products Bundle, genau. Da ist das Upgrade-Kit drin. Dann ist Lost Brigade System mit drin. Also neue Einheiten, die hier auch noch mit reinkommen, ist immer gut. Das schadet nie. Dann die überarbeiteten Solo-kooperativen Regeln. Sehr gut. Im Grundspiel war es ja so gewesen bei der ersten Edition, dass ihr nur gegen die Deutschen spielen konntet. Und hier gibt es jetzt die verschiedenen Decks mit den verschiedenen Fraktionen, gegen die ihr dann spielen könnt. Sehr cool, das finde ich sehr schön. Also must have. Was ich cool fand hier war auch dieses Fog of War. Das hatte die Solo- und kooperative Variante ja schon. Und soweit ich das jetzt auch gelesen habe, kommt das jetzt auch ins kompetitive Spiel, dass man lange Zeit halt nicht weiß, wer der Gegner ist, weil die Token halt verdeckt liegen. Und erst wenn man Aufklärung macht, also Aufklärung ist ganz wichtig, Sichtlinien zu schaffen. Ja, also es ist eine geile Umsetzung des PC-Spiels. Echtzeit habe ich nie gespielt. Ich glaube, da gab es so eine Option. Würde ich auch nicht machen. So, dann nehme ich natürlich auch das neueste Terrain Pack, weil dieses ganze Gelände ist wirklich genial. Und hier dann noch mit Mauern und so. Also die Haupthäuser da schon im Grundspiel. Die Kirche, richtig cool. Ja, den Bums brauche ich nicht. Genau, aber was ich mir wahrscheinlich nochmal hole, ist tatsächlich
nochmal so ein Dice-Set. Das waren viel zu wenig im Grundspiel, also schon für zwei Spieler. Und wenn ich das dann mit 3 gegen 3x KI spielen möchte, ja, dann wird das wieder zu wenig sein. Und dann nehme ich jetzt wahrscheinlich für die $7 da nochmal und zahle nochmal ein bisschen drauf. Und dann habe ich aber wirklich genug. Das ist so mein Plan. Aktuell, genau, UKW Upgrade Pack, Capture Panther Pack gibt es hier noch und die ganzen Stretch Goals. Genau, was ich noch mitgenommen habe, was ich noch extra genommen habe, sind die Gebäude 4. Das Terrain Pack 4, da sind die Bunker, die habe ich noch mitgenommen und die Mini-Flaggen. Denn da ist auch ganz cool, also zum einen hat man dann genug Flaggen und. Ich dachte eigentlich irgendwo, ich hatte gelesen, dass da irgendwie Teile irgendwie von gespendet werden oder sowas von dem ganzen Ding. Da war ja der Lead-Entwickler oder einer der Lead-Entwickler gestorben. Ich glaube mich daran zu erinnern, aber ja, hat man einfach genug Flaggen, habe ich die für $16 da noch mitgenommen. Passt auch schon, genau, den Kram habe ich ja hier alles schon. Also wenn ihr wirklich Kampfspiele mögt und tatsächlich was Kooperatives sucht, dann kann ich euch das wirklich nur wärmstens empfehlen. Genau, ich glaube, ein Language Pack habe ich auch noch mal genommen, weil ich das aktualisierte Language Pack natürlich brauche, auch für die ganzen AI-Sachen, wo man das auch Englisch spielen kann. Aber ja, ich habe das sowieso schon, dann nehme ich die für einen Rechner mit. Summa summarum bin ich dann wieder wahrscheinlich am Ende mit Versand bei rund $300 dann doch wieder gewesen. Also fast schon bei, also wenn ich alles jetzt zusammenrechne aus der ersten Kammer, bei 700, 800 Euro. Ist schon Wahnsinn. Aber ein geiles Spiel. Hat schon in der ersten Edition richtig Spaß gemacht. Ich freue mich da auf die Änderung. Die Preise haben natürlich nochmal richtig krass angezogen, wenn man überlegt, für was man die Corebox im ursprünglichen Kickstarter damals bekommen hat, mit 4 Fraktionen. Ja, da haben sie schon ganz schön was draufgepackt. Aber muss ich auch sagen, die Kartons sind alle bisher rappelvoll gepackt gewesen. Also ja, die Einkaufskiste ist voll und da passt nicht mehr alles rein. Aber es ist wirklich alles vollgepackt bis oben hin. Geile Miniaturen, tolle Qualität. Gab ja noch bei der ersten Kampagne auch diese Metalloption. Die Plastikminis sind aber auch schon wirklich genial. Nee, ein echt cooles Ding. Also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb bin ich hier auch wieder mit dabei. Genau, ja, also ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn wir nichts Neues haben, so ein bisschen der Überblick. Last Spell, wie gesagt, läuft noch. Bei Company of Heroes weiß ich gar nicht, bin ja hier gerade nicht angemeldet, kann man da in Late Pledge gehen. Ja, sieht so aus, ne? Also, wenn ihr da noch Bock habt, könnt ihr da noch mit reingehen. Ich mag das Spiel sehr und wenn es denn in der zweiten Edition rauskommt, das ist eigentlich nur der Grund, warum ich noch kein Regelvideo dazu gemacht habe, weil ich dachte, ja, dann ist es wieder obsolet. Also, ich werde dann in der zweiten Edition auf jeden Fall ein Regelvideo zu machen, denn das gehört zu meinen absoluten Highlights 2021 und ich freue mich drauf, wenn dann da die anderen Sachen kommen und ich euch dann das finale Spiel, hoffentlich finale Spiel, zeigen kann. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.